Mir ist jetzt der Dominik. Du bist ja Model und natürlich ist die Fashion Week für dich sowas wie die Pflichtlektüre die Woche. Wie war denn deine Woche Fashion Week in Berlin? Ja, also auf jeden Fall wieder stressig, wie jede Fashion Week. Aber ich habe schöne Shows gesehen, mega Kollektionen, coole Partys gehabt. Aber ich bin jetzt auch echt froh, dass es wieder vorbei ist und ich mal wieder einen normalen Tagesablauf reinbekomme mit mehr Schlaf als in den letzten Tagen. Du warst eben auch auf der Show vom Emre. Was ist dein Feedback von der Show? Was hast du dir rausziehen können? Wie hat es dir gefallen? Also ich fand die Kollektion dieser sehr gut, gerade die ganzen Mäntel und sowas fand ich mega schön. Die Frauen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit ziemlich viel, ja, durchsichtigen, sag ich mal, aber oh, auf jeden Fall schön. Vielen Dank. Neben mir habe ich jetzt Marcel, den Designer, den kennt ihr auch schon. Wir waren bei seiner Fashion Show, die verlinke ich euch unten in die Infobox. Aber du kommst halt eben aus der Show. Wie hat es dir gefallen? Was war so für dich als Kollege inspirierend? Oder wo sagst du, wow, tolle Idee? Oder wo sagst du, nicht dein Stil? Weil klar, jeder Designer hat seinen eigenen Stil. Also ich war auf jeden Fall sehr zufrieden. Also die Show hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, ich habe darauf gewartet, dass dieser Metallic-Effekt wieder hervorgeholt wird. Ich habe auf die Bronzetöne gewartet, auf die Silbertöne, auf die Goldtöne. Die waren alle vereint in dieser Show, einfach super. Ich habe da nichts auszusetzen. Das hören wir doch gerne. Danke dir. Dankeschön. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen, und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram.